Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetzky. Heute Tom Gregory, Forget Somebody. Klasse übersetzt von der 6B der Konrad-Sprengel-Schule in Brandenburg an der Havel. Oliver, Florian, Taylor, Danielle, Joyce, Anisa, Kim, Nicole und Paul mit viel Tamtam um eine Trennung. Weil wir zu hoch geklettert sind, sind wir erfroren unter den Lichtern. Du bist nicht mehr mein Ziel, bin ich nicht mehr in dein Gedächtnis. Gerade jetzt fühle ich mich so, als hätten wir keinen Plan mehr. Eine toxische Beziehung, ein ewiges Tohuwabo, ein dauerndes Duell und kein Sieger in Sicht. So oft hingefallen und haben die Kontrolle verloren. Wir drehen uns im Kreis, so kann es doch nicht enden. Du musst wissen, ich will nicht irgendjemanden, wenn dieser jemand nicht du bist. Ich will dich nicht ohne mich und lernen, wie es ist, jemand zu vergessen. Ohne einander ist doof, aber miteinander auch. Ist so ungewöhnlich. Ich weiß, es ist verrückt, aber es ist schön. Auch wenn wir uns zwischendurch verlieren, Hauptsache du und ich sind zusammen. Es ist wie im Fußball. Wenn die eigene Mannschaft verliert, leidet der Fan, er flucht, aber er wird sie trotzdem für immer lieben. Gregory's Forget Somebody. Klasse übersetzt von der 6B der Konrad-Sprengel-Schule in Brandenburg an der Havel. Habt ihr auch Lust drauf? Der Englischunterricht soll mal ganz anders sein? Dann schubst euren Lehrer, eure Eltern oder euren Klassensprecher oder euch selbst. Alle können gehen auf radiosaw.de. Mit etwas Glück sind wir schon bald bei euch. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf Radio SAW.